Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Schritt 3 der objektorientierten Analyse beschäftigen. Und das ist eben, dass wir die Verben dieses Texts, den wir analysieren sollen, erfassen. Und genauso wie bei den Substantiven habe ich hier einfach nochmal den Text abgebildet im Skript und die Verben, die ich hier finde, eben fett markiert. Wir haben hier eben spielen, fallen lassen, bestehen, besitzen, nochmal fallen lassen, besetzen, schaffen, seien, hier bringen, enden und bilden. Und wenn wir eben wiederum Duplikate rauswerfen und dann hier diese Liste uns mal anschauen, dann sehen wir eben, dass wir jetzt hier diese Methoden haben. Wir haben hier eben spielen, fallen lassen, bestehen, besitzen, besetzen, sein, schaffen, bringen, enden, bilden. Und das Wichtige ist an dieser Liste, wir haben hier eben jetzt teilweise Verben wie seien oder besitzen oder bestehen. All diese Verben, die drücken eigentlich mehr oder weniger das aus, was wir in Schritt 2 gemacht haben. Wie eben die Relationen zwischen diesen Substantiven sind, die wir hier eben festgestellt haben. Also wir sehen hier zum Beispiel, das Spielbrett besteht aus 7 Spalten. Das ist eben ein Indikator dafür, dass es sich bei diesem Verb um eine Relation handelt, die wir hier in Schritt 2 schon abgehandelt haben und nicht um wirklich einen Methodenkandidaten, den ich jetzt tatsächlich hier auf irgendeiner Klasse, die ich hier als Kandidaten erwählt habe, tatsächlich einsetzen möchte. Aber was wir eben hier tatsächlich für Verben haben, bei denen wir uns Gedanken machen können, ob wir die nicht übernehmen wollen, ist natürlich fallen lassen. Dass eben irgendwie ein Spieler sozusagen einen Spielstein setzt, so könnte man das sagen. Dann haben wir hier natürlich spielen, das könnte ich mir im irgendwie einen Zug spielen sozusagen mir vorstellen. Dann haben wir hier enden, das ist auch was wahrscheinlich vielleicht nicht als Methode direkt jetzt sinnvoll ist, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt das Spiel beenden, aber man könnte es prinzipiell mal auf der Spielklasse sich vorstellen. Und dieses Bilden ist natürlich etwas, was wir hier sehen, weil da könnten wir uns eben die Überprüfung, ob 4 in einer Reihe sind, uns vorstellen, weil auch aus diesem Kontext kommt ja dieses Bilden, wenn wir hier zurückschauen. Wir sehen hier oben eben, dass wenn wir 4 oder, ach ja, okay, Entschuldigung, das war das Bringen. Aber im Prinzip ist dieses Verb eben jetzt hier sozusagen mit dabei, wenn wir hier versuchen wollen festzustellen, ob jemand 4 in einer Reihe hat oder nicht. Und wir können jetzt dann eben diese Verben, die wir hier rausgefiltert haben, also ich würde zum Beispiel sein oder besitzen oder sowas ähnliches, also diese beiden würde ich auf jeden Fall rauswerfen und dann könnte ich mir eben vorstellen, dass wir jetzt versuchen, aus diesen Verben vielleicht bessere Formulierungen zu machen. Also wir könnten hier uns beispielsweise vorstellen, Entschuldigung, habe ich den Text verändert, das wollte ich nicht, dass wir hier eben sagen, das ist das Spiel starten oder wir machen hieraus Spielstein setzen und genau, das haben wir ja eigentlich hier unten auch noch mit, aber aus diesen Verben, die wir hier haben, können wir jetzt tatsächlich für eben unsere Klassen, die wir haben, also wir könnten zum Beispiel hier einen Spieler haben und auf dem gibt es eben die Methode setze Spielstein. Also ungefähr könnte die dann eben aussehen, dass wir dann eben hier diese Verben letztendlich als Methodenkandidaten zu unseren einzelnen Klassen zuweisen. Also dieser Schritt ist deutlich schwieriger meines Erachtens als
wenn wir bloß Substantive erfassen und daraus eben Klassenkandidaten bilden. Hier muss man eben meistens mehrere Verben zusammenfassen und wirklich auch nochmal nachgucken im Text, dann in welchem Kontext stehen sie denn wirklich. Und wenn man das dann aber beachtet, kann man sie eigentlich relativ einfach zu den einzelnen Klassen hinzufügen und hat dann eben schon mal sozusagen Funktionsköpfe, vielleicht noch nicht mit Parameterliste, aber man kann sich eben schon mal ungefähr ein Bild machen, wie diese Klassen letztendlich von der Aufrufhierarchie miteinander interagieren. Und das ist eben der Sinn von diesem Schritt 3 in der objektorientierten Analyse. Damit sind wir am Ende von diesem Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten beschäftigen wir uns eben mit Randbedingungen bei der objektorientierten Analyse. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.